mindblown. Das ist einfach wirklich unfassbar dreist. Es wäre sehr lustig, wenn nicht so viel davon abhängen würde, dass so ein Mensch das Internet gerade kaputt macht. Unfassbar. Some of these injuries are very bad. Oh nein! Hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Ungeklickt. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich sehe auch im Chat schon ganz viel. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Leute, wie kann ich das anders erklären? Ich habe heute Geburtstag. Ich habe nicht im August Geburtstag. Okay, ganz viele Leute haben geschrieben, Just Nero. Ich habe ihm auch einen Videoausschnitt geschickt, hier für sein Tilan-Video. Er hat mich auf Twitter gefragt. Und das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das will ich mir auch angucken. Also, wie ich weiß, es geht auch nur 4 Minuten lang. Ich habe euch gefragt, ob ihr noch ein Video über Tilan sehen wollt. Und 93% von euch haben da tatsächlich Bock drauf. Ich wurde auf Twitter auf ein Video aufmerksam gemacht, in dem jemand etwas über Tilan rausgefunden hat und wurde gebeten, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Das werde ich jetzt auch tun. Das Video ist vom 29.01.2019. Schauen wir doch mal zusammen in die ersten paar Sekunden rein. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lan. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade ein Gewand an. Hast du gesagt, sie hat ein Gewand an? Oh mein Gott, was ist eigentlich mit Tilan los, Alter? 3 Sekunden weiter fällt ein kleiner Cut auf. Deswegen habe ich das an, weil ich heute gerne meine Haare abschneiden möchte. Also was da wohl passiert ist? Was wollte sie denn jetzt sagen? Etwa, dass sie eine Abstimmung auf Instagram gemacht hat, ob die Haare abgeschnitten werden sollen? Und woher ich das weiß? Na hier. Schreibt Tilan. Ist denn wirklich was Lustiges bei Tilan passiert? Aus meinem Video, lol. Es haben tatsächlich sehr viele Leute geschrieben, Tilan. Dann gucken wir doch mal rein, ob das stimmt. Let's go. Was? Das ist einfach ein Video, was sie schon mal hochgeladen hat und die hat es einfach nur anders geschnitten, dass sie jetzt sagen kann, der Game Master zwingt sie die Haare abzuschneiden. Oh mein Gott. Mind blown. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade ein Gewand an. Ein Gewand an. Ich habe damals schon über die gleiche Scheiße gelacht. Ach Simon, mir geht's doch genauso. Was für ein komischer Zufall, dass sie da genau dasselbe sagt und dass das Video schon am 8.11. rausgekommen ist. Aber die originalen Videos sind ja in der Beschreibung verlinkt. Klicken wir doch mal. Oh, das ist aber jetzt komisch. Also, ich denke, ich brauche niemanden von euch erklären, dass Tilan jetzt alte Videos recycelt und ihre Community damit komplett verarscht, oder? Alter, das ist einfach wirklich unfassbar dreist. Sie tut so, als wäre es ein neues Video. Oh mein Gott, was ist mit Tilan eigentlich los? Die ist einfach komplett durch. Dass die Fanbase in dem Alter extrem naiv ist, ist klar. Werde ich denen jetzt auch nicht vorwerfen. Dafür kann man Tilan aber umso mehr vorwerfen, wenn sie Videos macht wie Game Master will mich ficken als Jungfrau ohne Pille. Und wenn das jetzt werbeunfreundlich ist, rappelt es im Karton. Oder dem Video Game Master will mir die Gurke in die Vagina schieben, das nach Kritik von mir auf Twitter oder Fire Golden auf YouTube plötzlich Game Master ist vegan, Salat... Game Master ist vegan, heißt das jetzt. Ernsthaft. Leute, was soll ich dazu sagen, Alter? Aber schön erstmal abwarten, bis der Hate abgeklungen ist, um alles wieder zurückzuändern. Oh mein Gott. Starkes Video, Just Nero, sehr starkes Video. Meiner Morsel haben sehr viele geschrieben. Wir gucken nochmal ganz kurz bei Meiner Morsel rein und dann gucken wir bei Stau rein, weil Meiner Morsel macht nicht so lange Videos. Ja, es geht nur 39 Sekunden und es geht sogar um Artikel 13, okay. Man hat Axel Voss angemerkt, dass er selber gar keinen Plan hat, was da eigentlich passiert. Und ich bin mal gespannt, was Meiner Morsel daraus gemacht hat. Let's go. Wir haben in dem Text überhaupt nichts mehr von irgendwelchen Maßnahmen drinstehen oder irgendwelchen, was uns immer unterstellt wird, dass das Filter sein. Oder das Wort Filter ist doch wieder drin. Nee. So dumm einfach nur. Er denkt wirklich, wir sind alle komplett geistig umnachtet. Und jetzt steht da nicht mehr Upload-Filter drin, sondern es steht da jetzt im Text drin, steht Maßnahme zur urheberrechtlichen Schützung von Inhalten oder irgendwie sowas. Ist doch wieder drin. Nee. Inhaltserkennungsmaßnahme, oh mein Gott, das ist das Dümmste. Es wäre sehr lustig, wenn nicht so viel davon abhängen würde, dass so ein Mensch das Internet gerade kaputt macht, unfassbar. Anstatt Upload-Filter heißt es jetzt... Inhaltserkennungsmaßnahme. Es ist ein Trauerspiel. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Ja, Maßnahmen. Überhaupt nichts mehr von irgendwelchen Maßnahmen. Wie setzen Sie denn Inhaltserkennungsmaßnahmen um? Ja, diese praktische Frage bleibt natürlich immer. Das muss man auch wieder übersetzen ins normale Deutsch. Wer ist dieser Meinungsfreiheit? Kann man das essen? Lul. Ich bin ein Hurensohn. Krass, am Ende hat er sogar noch was Wahres gesagt. Hat er es wirklich so gesagt? Okay, ich habe jetzt doch ein besseres Bild von Axel Voss bekommen. Weil das, was er am Ende sagt, da stimme ich ihm ausnahmsweise wirklich mal hundertprozentig zu. Ich bin ein Hurensohn.
Okay, cool, Axel Voss-Eiler, ja. Kriegt direkt einen Pluspunkt von mir. So, wir gucken jetzt Daily Dose an und dann das wenigstens Video, was einen auch ein bisschen aufheitern kann. Everyone, this is your Daily Dose of Internet. Was zum Teufel? The muzzle blast from this gun is deflecting the rain from falling on it. Oha, das habe ich auch noch nie gesehen. A photographer placed a mirror in the Amazon rainforest to see the reactions from animals. Ach lol, die haben alle noch nie ein Spiel gesehen, ist ja logisch. These people created the ultimate table for table tennis nerds. It shows you every little stat you would want to know about improving your game. Lol. This rhino charged at this car, but luckily nobody got hurt. Oh mein Gott! Stell dich mal vor, so ein Nashorn rennt euch zu. Oh, merda. No, no, stay. This person created a. Oh mein Gott, da sind Leute drin. This person created a. Boah, da hätte ich aber Panik meines Lebens gehabt. This person created a way to travel with your cats without putting them in a pet carrier. It's pretty much just a straitjacket, but it doesn't seem to bother them too much. WTF? This is what a reindeer migration looks like in Sweden. Das sind so richtige krasse Wanderungen oder was von diesen Rentieren in Schweden. This is what it looks like when you add food coloring and a dissolving tablet into a water blob in space. Oh mein Gott. That's in this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you. Das sieht ja richtig cool aus. Der Typ ist übrigens Deutscher, der Astronaut hier. Ich habe schon öfters Videos von ihm gesehen. Ich weiß zwar nicht genau, wie der heißt, aber er ist, glaube ich, Deutscher. That's in this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Okay, Leute. Irgendwas im Eye-Tracker. Wir gucken so lange, bis ich weggucken muss. Some of these injuries are very bad. Oh nein, sag bitte nicht, das ist alles irgendwelche Verletzungen. Oh mein Gott. And who kidding? Oh, oh man. Oh boy. Oh boy. Awkward landing. Ich habe hingeguckt, aber lass es bitte nicht. Oh mein Gott, ich habe hingeguckt. Okay. Don't look. The left leg. Oh man. Back clock at three again. And he beat a big man off the dribble. Oh my god, this is all basketballverletzung. Oh my god. Okay. And he has it stolen. Nope. And Dunn's got a freebie. And you got a 5-point game. Oh shit, nein, ich hab die Augen zugemacht. Oh fuck. Okay, das ist das Ding. Das ist einfach ein Boxkampf. Ich weiß nicht, warum der. Okay, ich kann euch jetzt schon sagen. Ich werde auf jeden Dick schauen. Ihr werdet meine heimliche Leidenschaft entdecken. 2 Minuten nur aufs Gesicht schauen. Okay, das werde ich hinkriegen. 2 Minuten nur aufs Gesicht schauen. Let's go. Ich werde es hinkriegen. Let's go. Das ist zum Abschluss. 2 Minuten nur aufs Gesicht schauen. Let's go. Okay, nach 20 Sekunden verloren. Aber Leute, da guckt man doch automatisch hin, oder? Leute, da guckt man doch automatisch... Okay, ich weiß warum. Okay, wir gucken nochmal, wie lange es geht. Nee, aber wir lassen unsere Schaulust jetzt einfach raus, Alter. Ich gucke mir das Video jetzt einfach an und schau hin, wo ich will, Alter. Aber ich will da eigentlich gar nicht hinschauen. Ich will es ja eigentlich nicht. Aber es geht nicht anders. Oh mein Gott. Was ist mit ihnen? Die gucken auch gut dahin, sag ich mal so. Oh mein Gott, was ist denn das eigentlich für ein Sport? Da geht's ja ordentlich zur Sache, Alter. Oh mein Gott, man kann einfach, also ich sag mal so, wie es ist. Ich guck gern auf Schwängel. Ich bin sexuell interessiert an Dicks und so, aber ey, wo soll man hingucken in diesem Video?
auf jeden Dick. Also ist so ein Fetisch oder sowas oder ist wirklich ein Sport? Ich weiß nicht. Wir schauen uns jetzt zum Abschluss noch die Eye-Tracker-Challenge an. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Sobald ich jetzt, es kommt gleich der Laptop, ja, da geht das los. Sobald ich dann nicht ins Gesicht gucke, ist der Stream sofort vorbei. Vielleicht schaffe ich es auch, dann habe ich es geschafft. Okay, wir probieren es jetzt seit dem dritten oder vierten Tag in Folge. Okay, auf geht's. Okay, let's go. We'll see. You have to last 45 seconds in order to get the goods. Think you can do it? Ready? Stare. Hallo, mein Eye-Tracker ist weg. Stopp, stopp, mein Eye-Tracker war weg. Dann mach ich nochmal kurz Wiederholung. Wo ist mein Eye-Tracker? Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Das wollte mich manipulieren, das Gerät. Okay, let's go. 45 seconds in order to get the goods. Think you can do it? Ready? Stare. Kein Problem. Ah! So, Leute, das war's. Tschüss. So, Stream ist aus. Okay, was gucke ich mir jetzt an nach dem Stream? Was würde ich mir niemals on-stream angucken? Was ist das schlechteste Video, was ich auf YouTube finden könnte? Was ich mir niemals on-stream angucken würde? Das hier. Das ist das schlechteste Video. Okay, das gucke ich jetzt noch an. Und dann springe ich vom Balkon. In den Straßen unterwegs, penne tagsüber, weil die Kiddies mich sonst sehen. Chille nur mit Bäumen, hab mehr Bildschirme als Freunde, bleib ein Weißbrot, weil ich mich nur vor Monitoren träume. Und wisst ihr noch, als ich von einer Weltreise träumte, tja nur schade, dass ich die meisten Ziele versäumte. Bio, Öko, Tofu und die Haare länger als eine Frau. Ich bin der Typ, der eurem Elternessen klaut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.